Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich möchte euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. Stattdessen ziehen wir uns die Bockblindmaske an. Es ist winterwarmst und das einfach, um ein bisschen bescheuert auszusehen. Und dann gehen wir in die Cutscenes, denn wir wollten zur Impa. Ich habe es nicht vergessen, ihr habt es nicht vergessen. Wir haben ein paar Erinnerungen zurückerlangt und diese wollen wir nun zelebrieren oder so. Mal schauen. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben. Reckengewand, Stärke 5. In alter Zeit durften nur die 5 vom Könighaus Hyrule auserwählten Recken diese Kleidung tragen. Der Träger kann die Kraft von Monstern erkennen. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hat es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du ein Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Was ist das? Du bist auf gutem Wege, die Bitte der Prinzessin zu erfüllen. Indem du die Seelen der Titanen befreist, machst du etwas, was ich leider weggedrückt habe. Entschuldigung. Ich bin sicher, die Prinzessin spürt, was du vollbracht hast. Es bleibt dir noch der Titan Vamedo, den Rivali vom Volk der Orni befehligte. Und Naboris, den die Gerudo Urbosa steuerte. Okay. Hier solltest du Hinweise zu dem finden, was dir noch bevorsteht. Also da ohne und da oben müssen wir hin. Also ganz woanders. Du bist Zeldas. Nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Es gibt kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Und Link nur so, ja, ich bin ein Bockblind. Sieh mich an. Okay. Ich rede nochmal mit ihr, vielleicht geht sie ja jetzt auf die Erinnerung ran. Ah ja, du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal unterlegen. Du musst dich sorgsam vorbereiten. Zeldas Erinnerungen sind deine Erinnerungen. Suche die Orte auf, an denen die Fotos entstanden sind, dann kannst du dein Gedächtnis vielleicht zurückerlangen. Wenn du sie alle gefunden hast, kehre wieder zu mir zurück. Ja, okay. Ich kann dir nur mit meinem Wissen behilflich sein. Wenn du Fragen hast, werde ich sie dir beantworten. Ja, nee, dankeschön. Alles gut. Bla, bla, bla. Yo. Ja, dankeschön, Leute. Habt ihr mich hier verarscht oder was? Irgendwer hat gesagt, ich soll nochmal zu Impa kommen. Wollen die echt die krassen News hat? Na gut, sie hatte ja ein bisschen News für uns. Sie hat uns ja jetzt immerhin gesagt, wo die anderen beiden Titanen sind. Das war jetzt schon mal ganz gut. So, was haben wir denn hier? 5 Holzpfeile. Alle. Pfeile kann man wirklich nicht genug haben. Wobei man das Spiel auch ganz gut breaken kann. Also mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich mal eine richtig, richtig lange Zeit, wenn man halt das Spiel schon so durch hat, so mäßig, dass man eine richtig lange Zeit lang Probleme hat, Pfeile zu kriegen, weil die ganzen Läden irgendwann keinen Nachschub mehr kriegen. Da muss man halt echt gucken, wo man bleibt, so nach dem Motto, ne? Das ist echt scheiße. Ich weiß, wir haben hier noch einige Quests am Laufen oder zu erledigen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt nichtsdestotrotz... Dass wir nichtsdestotrotz jetzt zu der gelben Markierung fortfahren. Jetzt habe ich das Pferd nicht mitgenommen. Egal. Ich denke mal, wir haben uns jetzt genug hier durch die Gegend geschlagen. Jetzt können wir uns auch mal kurz teleportieren, da wird mir keiner böse sein. Genau, dass wir uns jetzt zu dieser Markierung vorschlagen und dann so langsam aber sicher in einem großen Bogen, also jetzt ganz grob auf der Karte gesagt, wir gehen jetzt nach rechts unten und gehen dann in einem großen Bogen nach rechts oben, nach oben Mitte, nach oben links, nach unten links und von da aus dann in die Mitte Richtung Schloss. Das ist jetzt mal so der grobe Plan. Ich kann es euch gerne nochmal auf der Karte zeigen. Frage ist halt immer, ob ich das dann auch so durchsetzen werde. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Dann gehen wir hier hin. Dann hier hin.
Gut, hier müssen wir eigentlich sowieso nicht mehr hin. Vielleicht skippen wir das Ganze dann irgendwie und machen dann diesen Turm als nächstes. Ja, und dann gucken wir halt mal so mäßig, ne? Dann gucken wir halt mal. Und hier irgendwo müsste ja dann das Schloss sein. Aber wir werden sehen, wie wir es machen. So. Jetzt erstmal würde ich vorschlagen, wir machen uns mal auf in Richtung des nächsten Turms. Und hier scheint ein Bockblin-Lager zu sein, oder? Oder zumindest ein Monsterlager. Ja, ist auch. Da gibt's. Das bringt ja jetzt gar nichts, was ich hier gemacht habe. Das war jetzt richtig sinnlos. Kommt der jetzt hierher oder nicht? Schleichen uns hier mal an, mal gucken, was die so für Beute für uns haben. Drüben ist ja auch noch einer. Mist! Alter! Ah! Schon besser! Ach, bin ich doof? Theoretisch kann ich mich doch relativ entspannt verhalten, solange hier nur Bockblins sind, oder? Weil ich habe ja die Bockblin-Maske an. Ach, übrigens, Reckengewand. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Hier haben wir's. So, und jetzt sehen wir, der hat 72 Lebenspunkte. So, und der greift mich jetzt zum Beispiel nicht an, weil er nicht rafft, dass ich ein Gegner bin. Da drüben ist eigentlich ein Moblin auf der Treppe und der würde es raffen. Der würde es leider raffen. Also, wenn man mit dieser Maske unterwegs ist, ist man tatsächlich völlig immun gegen Bockblins. Was ziemlich nice ist. So. Ich würde sagen, wir räumen mal ein bisschen auf. Ja, danke Kamera. Okay, jetzt haben sie uns entdeckt, ne? So wie das klang, hat jemand den Alarm ausgelöst. Aber ist schon wieder vorbei, oder wie? Schon wieder egal, offenbar, da ich da bin. Ups, ihm nicht. Okay. Oh, er hat einen schönen Schild für uns. So, das einmal in deine Schnauze. Nehmen wir mal als nächstes Eisschwert einfach. Einfach aus diesem Grund. Also Soldatenschwert, danke. Mist, Schildtasche ist voll, ey. Wir müssen echt mal die Schildtasche entleeren. Ah, was haben wir denn hier so alles? Na gut, das sind halt auch gute Schilder. Also die möchte ich jetzt ungern einfach so wegschmeißen. So. Angriff ist jetzt auch schon wieder vorbei hier, offenbar. Nee, warte mal, ey. Was mache ich denn jetzt? Das war jetzt eigentlich relativ easy. Oh, das auch. Na gut, das Zeug hole ich mir jetzt mal nicht. Ist ja auch egal. Ich möchte mal nach oben gucken. Ich glaube, wir haben jetzt schon alle erledigt hier, oder? Da drüben ist Atheno. Wollen wir da mal einen Besuch abstatten? Eigentlich müssen wir das tun. Denn es gibt ja noch was, was wir tun wollten. Guten Tag, Herr Bockblin.
So, was ist hier drin? Ein Opal. Das war jetzt irgendwie lustig. Okay, Hateno. Hateno ist da, in die Richtung. Ja, es liegt jetzt halt auf dem Weg, komm. Da wollen wir jetzt mal nicht so sein, ey. Da wollen wir jetzt mal nicht so sein. Verärgerlich, dass ich das Pferd nicht dabei habe. Na, das war klar. Was haben wir hier eigentlich für eine Quest eröffnet? Erinnerungsfotos. Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Aber vielleicht können wir die Quest halt auch einfach noch nicht abschließen, ne? Vielleicht geht das halt einfach noch nicht. Ha. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal nach Hateno. Mann, kann kein Segel benutzen. Au. Oh, Mist. Au. Sehr gut. Ich glaube, ein Schlag reicht eh aus, ja. Ja, durchdrehen. Er hat ja Ausdauer. Hau ab, Mann! Und kaputt. Das Eisschwert ist eigentlich schon relativ praktisch, muss man mal sagen. Das haben wir schon mal fotografiert. Die Bocklanze allerdings noch nicht. Sehr schön, haben wir die auch fotografiert. Sieht aus wie so ein Krückstock einfach. Naja, ist ja auch ungefähr gleich, ne? Und den Holzpfeil kriegen wir auch noch zurück. Und wir hören schon die wunderschöne Melodie von Hateno. Hier ist es einfach schön. Und das da links. Sah es gerade gruselig aus. Das ist einfach nur eine Fackel. Ich konnte damit gar nichts anfangen, was das sein soll. Lustig. So, ich würde vorschlagen, wir gehen mal dahin, wo dieses eine Haus war, ne? Das müsste doch, wenn ich mich richtig erinnere, hier hinten gewesen sein, genau. Gehen wir da mal hin. Denn es wollen ja, also es gibt ja hier ein Haus zu kaufen. Und mittlerweile haben wir ja richtig viele Rubine. Als wir das letzte Mal da waren, ist schon eine Zeit lang her. Da hatten wir nichts. Aber jetzt sind wir relativ gut betucht. Und von daher, Landa, Hallöchen, hast du 30 Holzbüttel? Oh, ich hoffe, ich habe sie. Mist. Ach Mist, wie viele haben wir denn? Völlig vergessen. 12. Oh Gott. Ja gut, das kann also noch eine Weile dauern. Shit. 30 Holzbündel, ey. Für mich wäre es sogar besser, wenn er mir nicht dahingehend entgegenkommt, sondern wenn er mir einfach den ganz normalen Preis verkauft. Also wenn er es für den ganz normalen Preis verkaufen würde, das wäre für mich besser, ehrlich gesagt. Dann braucht er mir gar nicht entgegenkommen. Weil Rubine habe ich, aber Holzbündel habe ich jetzt nicht so. Naja, gut. Bevor es regnet, klettern wir mal hier hoch. Und gucken mal, dass wir da zur gelben Markierung kommen. So, schauen wir doch mal. Du Lilü. Oh je. Ach Gott, ich erinnere mich. Geh mal hier auf den Berg hinauf. Was?
das gerade? Sah aus, als hätte er was goldene Flügel gehabt oder so. Oder habe ich mich da nur vertan? So. Was gab es denn hier nochmal? Oh, da gab es erstmal Fäden. Als allererstes gab es hier mal Fäden. Gegen die habe ich ja jetzt mal gar nichts einzuwenden. Sehr gut, Nummer 1 habe ich. Fäden sind eine super Sache. Ich habe außerdem Daruk noch ausgeschaltet, merke ich gerade. Wobei halt auch die Frage ist, ob wir überhaupt mit diesen ganzen Heldenfähigkeiten spielen sollen. Weil die sind halt schon übelst overpowered, muss ich sagen. Also Daruk ist halt... So, Daruk ist halt der... Mit dem kriegt man halt keinen Schaden, wenn man ihn hat, ne? Und mit Mipha, gut, das ist nicht so toll, weil Feen haben denselben Wert. Naja. Watzel, bist du auch hier, um deine Traumfrau zu finden? Nein. Was denn? Du musst dich nicht genieren. Warum sollte man denn sonst hierher kommen? Ich warte schon eine halbe Ewigkeit hier, aber Fehlanzeige. Nicht eine Traumfrau hat sich blicken lassen. Das ist ein totaler Reinfall. Liegt der legendäre Liebesteich vielleicht doch woanders? Tja, keine Ahnung, welcher legendäre Liebesteich. Mir fällt da gerade was ein. Aber ich kann nicht wirklich drüber reden, weil so weit waren wir nicht im Spiel. Aber wir müssen später mal was ausprobieren. Mit diesem Teich. Ich hoffe, erinnert mich mal dran. Erinnert mich mal dran. Er sucht ja eine Traumfrau, also ein weibliches Wesen. Und vielleicht können wir irgendwann mal ein weibliches Wesen hierher lotsen. Ich sag's jetzt einfach mal so. Vielleicht weiß der eine oder andere, worauf ich hinaus will. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich denke mal, es wird Klick machen, sobald wir uns in Richtung... Das Titanen war... Wie hieß der? Naboris, ne? Nähern. War jetzt auch wieder ein Hinweis für jeden, der das Spiel kennt. Und für die anderen war es, glaube ich, kein schlimmer Spoiler. So. Da haben wir zwei Schreine im Blickfeld. Ich würde vorschlagen. Die nehmen wir uns doch jetzt direkt mal zur Brust. Aber leider natürlich erst in der nächsten Folge, denn ich muss ja die Folge hier schon wieder beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Was ist das da hinten eigentlich? Ist das die Hateno-Insel? Ich habe irgendwo einen Dingens. Nee, ist es nicht. Das ist ja viel weiter weg. Ich höre irgendwo einen Hinox. Ist da was, weil ich so cool bin zu euch? Nehmen wir den jetzt noch rein in den Part. Der hier unten. Tatsache. Da liegt er und pennt. Das ist ein roter Hinox. Rote sind ja immer die einfachsten. Bam! Hat uns auch ganz gut Schaden zugefügt gerade. Boah, Junge, Alter. Ja, guten Morgen dann mal, ne? Das ist ja eine schöne Begrüßung hier. Zack. Autsch. Alter, schon über die Hälfte einfach abgezogen. Boah, Junge. Ah, da habe ich gerade gefailt. Ah, nein! Nein! Mist, 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 ich muss da weg! Oh mein Gott! Ich könnte ja... Boah, das ist knapp. Ich könnte ja theoretisch auch einfach mal diese drei Herzen regenerieren, die er mir gerade abgezogen hat. Ja, Dampfwups ist einfach viel zu gut. Ach, komm, haben wir nicht irgendwie so Äpfel oder sowas? Dann esse ich die jetzt einfach, zack. So. Was passiert eigentlich? Ich kann nicht anheben, ne?
Oh, aua. Okay. Hör mal auf, so Quatsch zu machen. Weißt du was? Deal with it. Was, habe ich mir gar nichts gemacht? Bam. Weißt du was? Mit einem Pfeil gibt's da den finalen Schlag. Ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile einfach, so doof das klingt, zu viel Skill für das Spiel. So, beim ersten Mal durchspielen war das alles mega harte Fights, auch gegen die Hinox am Anfang. Aber das Problem ist halt einfach, wenn du halt das Spiel einmal raus hast und die ganzen Kampfmechaniken und so, dann ist halt alles nicht mehr so schwer, ne? Soll jetzt überhaupt nicht abgehoben klingen, aber es ist halt einfach so. Wenn du einmal weißt, wie das Spiel funktioniert, ist ja mit allem so, dann ist es natürlich auch noch halb so schwer. So, hier sind noch ganz viele Erze. Eventuell holen wir uns die in der nächsten Folge. Ich überlasse mal den Bockblinden Link der Zukunft. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Und bis zum nächsten Mal wieder hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tschüss und bis zum nächsten Mal.